und später in den Rissen drin. Die geimpften Kinder sind genauso oft betroffen von der Krankheit wie die Kinder, die frei sind von den Impfstoffen. Was muss ich noch tun, damit ihr es endlich glaubt? Eine Krankheit, die kommen will, hält die Impfung niemals auf. Der bessere Verlauf, ja, da pochen sie drauf und alle drucken es, denn sie haben die Presse gekauft. Bitte glaubt ihnen nicht ein Wort, das sie reden. Sie vergiften eure Kinder, machen damit noch nur Mittel. Bitte, bitte impft sie nicht. Verabreicht ihnen nicht das Gift. Spielt nicht mit ihrer Zukunft, bitte impft die Kinder nicht. Nein, denn dieser Ablasshandel ist gefährlich. Das RKI und deine Ärzte sind nicht ehrlich. Autismus und Epilepsie, die Folgen spärlich. Für die Pharmaindustrie sind eure Kinder so entbehrlich. Okay. Okay. Kleiner Soundtrack für zwischendurch. Und ja, mehr gibt's später. Jetzt möchten wir euch bitte noch einmal darum bitten, die Fahrbahn zu verlassen und den Anweisungen der Polizei danach zu kommen. Bitte bewegt euch auf den Bürgersteig. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns da unterstützt und kollaboriert und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge leistet. Denn wir wollen hier keinen Stress bekommen, wir wollen eine Menge Spaß haben und wir wollen unsere Message anpassen. Ja, auf Facebook. Ja. Du bist auf Facebook live. Ich muss mal ein bisschen teilen. Hallo, grüß euch vom LKW. Willkommen zur, keine Ahnung, solange der Akku hält, Livestream. 3, 4, 5 Stunden. Mal gucken. Mal schauen, wie lange wir es am Laufen. Der Zug halt startet jetzt und ich weiß gar nicht, sind wir auf Facebook oder YouTube? Auf Facebook. Wir sind auf Facebook. Hallo, liebe Facebook-Gemeinde. Dann teile ich es mal. Und für all die, die daheim bleiben mussten, aber trotzdem her wollten, aber trotzdem nicht da sind, genießt die Fahrt hier mit uns auf dem Sattelschlepper. Und ja, ihr verpasst hier was. Hier ist voll geile Stimmung. Hier ist geile Stimmung, oder? Ja. Yeah. Stimmung, Stimmung! Da ist eine Steckdose frei. Jetzt ist der Unterschied. Früher Stimme des Songs und jetzt. Ja. Herzlich willkommen in Berlin. Wird schön. Sensationell, die Wandlung vom Oben. Andi, als Ostdeutscher frage ich dich das, aber du darfst es nicht weiter sagen. Kann ich eine Banane kriegen? Auf keinen Fall. Weil sind schon wirklich auch Menschen, die Leute, die sind. Du wirst die auswählen. Ich bin es gewohnt, vom Bahn runterzufallen. Hier, sag mir, wann du es machst, dann, hier, dann geh ich kurz auf die Straße rein. Vielen Dank. Alter, habt ihr wieder schön gemacht hier alle. Macht mich gesund. Riesen Ding hier. Riesen cool, wir machen es nicht alleine. Kann ich auch noch. Großunternehmen. Nee, Quatsch. Aber genau. Langsam machen sie sich hier ganz schön Feinde mit ihrer ganzen Art. Die sind ganz schön laut, Herr Müller. Ja, das ist laut. Ich brauche euch jetzt keine Arbeit. Olaf, wir brauchen einen Olaf. 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 Jetzt? Der wollte was von dir. Der wollte was von dir. Der will dir eine Gasse. Also gegen Demonstranten habe ich da überhaupt nicht gesehen. Komplett. Das ist ja nicht vom Einfahren des Fahrrads. Da geht es nicht. Also ist immer hoch. Aber wir haben ein Risiko. Ich
dass ich teilen konnte. Das hat einen Moment gedauert. Also, hier seht ihr hinten dran den Selfie-König Ove Schattauer. Wie oft der gesagt hat, bleib mal stehen, noch ein Selfie machen. Das ist der Hammer, aber gut, macht Spaß. Jetzt macht er das nächste Selfie. wir haben jetzt hier gestartet. Wir sind noch auf der Straße zum 17. Juni. Vorm Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor selbst ist abgesperrt. Wir kommen da, also man kommt da leider nicht durch. Das sind Absperrgitter. Aber weil wir gesagt haben, Akkreditierung auf dem LKW, da haben dann die netten Polizisten uns dann noch mal kurz durchgelassen. Und da hat er böse angeguckt, so, wie ihr biegt ab. Nein, nein, wir gehen da hin. Okay. So, jetzt Livestream, guckt mal. Alle, 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 alle. Wohin go? Andi! 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 Berlin, wir fahren durch Berlin! Woo! Also Leute, ihr seht, die Stimmung, die ist richtig geil. So. Und so richtig geht es erst so, wenn wir am Brandenburger Tor vorbei sind und dann auf die Straße unter den Linden kommen, weil da stehen die meisten Leute. Wir sind vorhin durch die Straße unter den Linden gelaufen. Das waren 500 Meter voll mit Leuten. Also vierstellig auf jeden Fall. 8, andere sagen 10. Ja. Boah, was eine Hitze, oder? Aber ist gut, hier geht ein bisschen Luft. Ja. Ihr müsst durch das Brandenburger Tor, das ist gratis, und dann komplett dahinter. Da sind wir dann hochgejobbt. Aber es hat geklappt, wunderbar. Ja. Wie viele Zuschauer haben wir denn? 135. 135 Zuschauer, Leute, das ist super cool. Jetzt sind es 127. 127 wegen meiner Ansprache. Ja. Das weiß ich nicht, das weiß Andreas. Nein, ja. Andreas. Oh nee. Muss jetzt erstmal ein Brötchen essen. So, liebe Freunde, das ist jetzt so. So, jetzt muss ich gucken, wo muss ich da drauf drücken? Da muss ich drauf drücken. So, liebe Freunde, das ist jetzt so ein Warten, bis es losgeht.
der LKW, der fährt mal zentimeterweise und dann bleibt er wieder stehen. Und hier machen sich alle Leute. Ich sehe, der Olaf ist auch da. Ich werde verrückt. Wir werden nachher mal durchgehen, werden mal die Leute, die alle hier auf dem LKW sind, interviewen. Es ist Wahnsinn, der Name da hinten. Guck mal, was der da aufgebaut hat. Der eine richtige Steadycam hat er. Ja, da wackelt es dann nicht so. Wir werden nachher mal alle Leute. Das muss frei bleiben. Ja. So. Okay. So. Olaf gibt schon alles. Mit dem Boiler da hinten. Olaf Müller ist da. Und ich weiß nicht, da ist noch jemand, aber den kann ich. Ich sehe den nicht. Der steht irgendwie hinter. Der ist verdeckt. Ich kann nicht erkennen, wer das ist. Werden wir gleich sehen. Ich glaube, das ist der Ecki. Oder? Also der Kumpel vom Boiner. Aber ich werde es gleich sehen. Der Olaf, ein Querdenken-T-Shirt an. Wen haben wir noch hier? Der Guy ist hier. Hallo Guy. Hallo. So, warte mal, da stelle ich mal um. Jetzt kommt gleich. So, jetzt bist du zu sehen. Sieht zu gesund aus. Impfen muss freiwillig bleiben. Meine Frau oder wie? Vorhin haben wir Bill Gates verhaftet. Er ist hier im Moment. Ich komme da nicht ran. So. Jetzt holt er irgendwas. Irgendwas holt er, Moment. Also ihr seht Leute, Moment. So. Na, warum geht es nicht? Jetzt geht's. Also ihr seht, die Stimmung ist gut. Ja, wir würden gerne, dass es losgeht, aber irgendwie. Wasser runter. So. Ihr seht, die Stimmung ist gut. Die Leute wollen, dass es losgeht. Und ja, ich kann euch mal aus dem LKW raus gucken. So, also, da vorne ist LKW. So, da vorne ist LKW 1 und da davor ist dann quasi das Polizeiauto mit Motorrädern noch vorne dran. Und ich gehe mal davon aus, die tun jetzt per Funk noch abklären, ab wann es losgeht. Hinten hat schon aufgeschlossen. Wir scharren mit den Hufen. Leute, fahrt los. Ja. Also, ich glaube, es wird ein richtig wunderschöner Tag heute. Ja. So viele herzliche Menschen, die winken, die einfach, gib mir 5 und so, als wir da durchgelaufen sind. Ja, es war wunderschön. Ja. Wie finden Sie das hier, die Veranstaltung? Naja, wir stehen. Also gut, 207 Leute, also Leute, es kann nicht mehr lange dauern und dann geht's los. Wir sind ja quasi noch vor der Demo, aber trotzdem, obwohl es nicht auf dem Demo-Gelände quasi ist, wo der eigentliche Aufzug stattfindet, schaut mal, wie viele Leute hier noch rumlaufen. Die laufen alle noch zur Demo. Und wie gesagt, Stimmung ist richtig klasse auf allen Seiten. Ob hier auf dem LKW oder unten. Die Leute sind richtig gut drauf. Ich muss dazu sagen, da fragt er uns vielleicht nach dem Aufzug nochmal, wie es uns geht. Yeah. Hi! Wir sind auch da! Und jetzt rocken wir es hier. Wir warten nur, dass es losgeht. Genau. Ja, wir stehen nicht ab. Das geht gleich los. Hufe scharrend. Ja, würde ich sagen, dann gehen wir mal durch. So, da haben wir den Olaf und den Woiner. Die machen gerade selbst, glaube ich, ein Live. Dann haben wir noch von Extrem News. Die machen hier, ich glaube auch, entweder ist es live oder die machen ein Video draus. Technikmäßig richtig gut aufgefahren. Dann da hinten mit der Matschkap und mit der Weste, das ist der Ecki.
So, und mehr dürfen, glaube ich, nicht auf den LKW wegen Abstand fahren und so. Ja, also wir halten ja Abstand, ist ja logisch, oder? Uwe, wir halten Abstand, oder? Nur Nazis hier, alles voller Nazis. Also aufpassen. Die haben sich alle getan, die sehen alle nur friedlich aus. Aber in Wirklichkeit sind die so aggressiv. Also die St. Pauli-Ostkurve ist ein Scheißdreck gegen die Aggressivität dieser Leute. Ja, ich meine, guck mal, wie aggressiv die da laufen. Also das ist unglaublich. Luftballons, um sich zu tarnen. Ja, das ist ganz übel. Oh, es macht Spaß aber, oder? Oh, die Paula ist jetzt auch da. Ich bin live, ja. 273 Zuschauer. Haben wir gerade. 275. Es geht langsam hoch. Ja. Und da ist die Paula. Oh, der Schulter. Der Thorsten ist auch noch da. Ich werde verrückt. So. Freunde, jetzt wird es eng hier, aber ab jetzt wird auch die Stimmung cool. Hey! Grüß dich! Hi. So, ich werde den Thorsten dann auch nochmal drücken müssen und hier, jetzt haben wir 2000. Hi Thorsten, drück mich nicht, ich bin pitschnass. Ich auch wahrscheinlich. Aber die Stimmung ist cool hier. Hallo, Thorsten da. Moin Moin, der Thorsten, hallo. So. Hallo, jetzt müssen wir nochmal die Paula drücken und den Olaf müssen wir auch noch drücken. Ich mach's aber selbst mal rein, guck mal. Ja, dann seid ihr in dem Live und wir sind in dem Live. Komm, lass mal drücken. So. Ja, die Stimmung ist richtig klasse. Die ist klasse. So. So. Gute Leute hier unten. Also der Sniper weiß gar nicht, wen er zuerst erschießen soll. Oder weiß ja nicht, wo du hinhalten sollst. Nee, ich weiß nicht, wo ich hinhalten soll. Das ist der Andreas. Jetzt sehe ich dich auch mal so. Und die Paula, ich bin nass, ich bin bitter. Ja, nicht so. Eggy, sag ich. Donner, wie geht die Stimmung bis jetzt? Sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Jetzt weiterlassen, wir sind gerade schon mal Urlaub, aber ihr könnt sie Ja, du wirst jetzt durchgereicht. Ja, machst du die ganze Zeit, streamst du die ganze Zeit? Ja, wir haben so lange der Akku reicht. Also 4 Stunden, dann haben wir hier eine Stromquelle. Ja, klar, haben wir. Ja, cool, dann machen wir durch. Aber du musst ein langes Kabel haben. Wir haben ein langes Kabel, 3 Meter Kabel. Dass euch der Livestream ausgeht auf der Seite von der Bandbreite auf Facebook, auch einen kompletten Livestream fahren. Das heißt, wenn euch hier das Doppelweg geht, facebook.com/niebandzeiger einbauen. Und dann könnt ihr da weitergucken, auf jeden Fall. Prima. Ja. Gut, dann... Hey, Mann, Stimmung ist super, wir warten auf die Eskorte rüber zu unter den Ulm. Wenn die passiert ist, ich habe mir sagen lassen, von der Paula stehen 30.000 Euro. Ja, wir kommen von da hinten. Wir kommen, ey, alles voll. Ich habe vorhin, das sind 800 Meter. 800 Meter, nur Leute. Das ist krass. Wir haben uns da durchgekämpft. Ja, und der Owe hat gesagt, fahr uns von der Ostseite ran, zu dem Taxifahrer. Dann steigt. Der Andi hat es gesagt, ja, genau. Du, da so. Erzähl keine Fake News. Na okay, und dann sind wir von der anderen Seite, sind wir da halt hin, 800 Meter lang, nur Leute. Ja, Thorsten, ich komme. Hi, da haben wir den Thorsten von Extrem News. Hallo. Hi. So. Was kann ich gegen dich tun? Ganz kurz, ich brauche welches WLAN-Signal. Habt ihr einen eigenen mobilen Router? Ja, wir haben einen mobilen Router. Der Andi hat einen mobilen Router. Weil ich komme nämlich auf meinem Signal irgendwie nicht. Okay, da frage ich mal den Andi. Der hat unbegrenzt, aber ich weiß nicht, wie viel das mit der Dings. Ich schicke ihn zu dir. Ja, das der hat den Einsteck. Ja, gut, okay. Und das geht über Bluetooth, glaube ich. Ja, alles gut. So, also ihr seht, wir haben hier noch mit technischen Problemen. Das ein oder andere funktioniert nicht, aber wir werden es hinkriegen. Jetzt muss ich mich mal zum Andi durch. Andi, ja. Der Thorsten, der fragt, ob du einen Mobilrouter hast. Hast du ja? Ja. Weil seiner springt irgendwie nicht an, er kriegt kein Netz, ob er da drauf zugreifen könnte. Ich weiß nicht, ob das dann geht. Welcher Thorsten? Wer? Der Thorsten von Extrem News, der gerade in der Hocke ist. So. Und ihr seid Bewegweis? Ja. Ja, nö, was heißt Reporter? So ein Mittelding, so nichts Halbes, nichts Ganzes. Teilweise Aktivist und teilweise einfach nur. Oh, Entschuldigung. So, was hast du denn da? Filme mal. Habe ich alles, den ich vor mir brachte und auch zusammengestellt.
Und das willst du dann quasi jetzt verteilen oder? Am Infostand. Hä? Am Infostand. Du hast einen Infostand? Nein, okay. Von dieser Infoschicht haben wir Infostand. Ja. Und da liegt ein paar davon hin. Ich selbst bin die Änderung, die ich mir wünsche für diese Welt. Denn Frieden schaffen kann ich nur, wenn ich den Frieden in mir trage. So sei es jetzt. Schöner Spruch. Wunderschön. Nimmst du hier mit? Kannst also du hast. Nimmst du hier mit? Kannst du hier hinhängen? Ja, mach mal. Und dann, kopieren, veröffentlichen. Mit dem Zusatzquelle, warte mal, weil ich es ja zusammengestellt habe, neu zusammengestellt habe. Ja. Der erste Teil hier stammt ja von Mahatma Gandhi. Ja. Der stammt tatsächlich von mir. Das habe ich auch noch aus einer anderen Ausbildung vorher gekriegt. Okay. Jetzt habe ich das zusammengestellt. Und jetzt machst du. Und machst du mal mit dieser Quelle hier irgendwo raus, Mann. Darf ich das haben? Ja, bitte. Dann stecke ich es ein. Ausstellung. Das ist okay. Ausstellung. Ich betreibe auch eine kleine Ausstellung. Ups, Entschuldigung. Die sich mit Antennen befasst, was ich früher auf den Dächer hatte. Ja. Hier. Ja, weil ich war früher auf den Dächer zum Fernsehen. Kino. Aber Kino noch richtig Kino. Ah, Film. Ja, richtig. Ja, jawohl. Und so, darf ich dich kurz halten? Kannst du das mal kurz halten? Dann kann ich es nämlich wegstecken, weil nachher geht's verloren. Ja? Okay, Dankeschön. So. So, liebe Freunde, wir stehen immer noch hier. Stimmung ist gut, aber wir scharren mit den Hufen. Leute, was los? Wir wollen loslegen, wir wollen demonstrieren. Da oben haben wir auch der Norbert, ist das, glaube ich. Der baut da gerade die Deckenkamera auf. Ich bin ja froh, dass die hier so eine Decke haben. Wir haben extra noch eine. Ich habe eine alte Radeberger. Ich will jetzt keine Werbung für Bier machen, aber ich habe extra eine Mütze mitgenommen bei der Hitze. Ich war gestern früh, bevor wir hierher gefahren sind, einkaufen. In Mainz unten noch. Und boah, da gehst du kaputt, wenn dir die Sonne da drauf knallt. Ich sehe ja teilweise Leute, die haben keine Kopfbedeckung aufgrund des Alters oder abrasiert. Und auch keine Haare mehr. Das knallt ohne Ende. Der Opa hat ja das Kopftuch an, wenigstens etwas. Aber guckt mal hier, das sind die wahren Helden. Seht ihr das? Das sind die Leute, die dafür sorgen, damit hier überhaupt ein Sattelschlepper fahren kann. Das ist richtig krass. Das ist, was da für eine Leistung ist. Deswegen, wir reichen dann auch ständig Wasserflaschen runter, weil wir sind so dankbar, dass die da sind. Es ist unglaublich. So. Und eigentlich wollte ich noch ein paar Interviews führen, aber das ist hier gerade, ja, hier wird noch verteilt, da werden ja Sachen, Triller, Pfeifen und so, wird da geschmissen. Da seht ihr hier, haben wir so Kisten mit Stickern, Triller, Pfeifen. Das werden wir dann während dem Zug dann werfen. Es werden Reden gehalten werden, deswegen ist die Anlage hier. Ich hoffe, der Ton ist okay, weil hier ist das Notstromaggregat, damit wir hier überhaupt Strom haben. Hallo Thorsten, so ist jemand. Ja, ja, Heidi, schon wieder runter oder was? Wer? Heidi. Die habe ich noch nicht gesehen. Doch, die war eben gerade drauf. Hat gerade umarmt und dann war ich jetzt drin. Dann ist die in die Richtung. Gut, dann ist sie in die Richtung. Ja, ja, ja. Ihr seht, jeder sucht die Hände, da will man noch jemanden drücken und so. Es ist ein bisschen chaotisch, aber wir freuen uns einfach nur, dass es gleich losgeht. Wir stehen immer noch. Ich drehe es nochmal rum. Na? Jetzt geht's. Ihr seht, wir stehen immer noch vor dem Brandenburger Tor und warten darauf, dass es gleich losgeht. Wir freuen uns einfach. Ey, 405 Zuschauer, ich werd verrückt. Andi, guck mal. 401, 404. Wie viele Zuschauer wir haben, das ist unglaublich. Ich werde mir mal die ersten Leute krallen, weil euch einfach hier so auf dem LKW festhalten. Jetzt fahren wir. Guckt euch das an, ein bisschen fahren wir. So. Ja.
Und da kommen immer noch mehr Leute, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Also die andere Seite ist irgendwie komplett gesperrt. Und ich nehme an, sobald wir beim Aufzug sind, wird es dann auch die ersten Reden geben. Uwe, hast du eine Rede, die du nachher hältst, oder machst du es frei? Wie immer frei. Ich halte nie irgendeine Rede, da wird nicht abgelesen, denn ich kenne aus dem Bauch raus die Stimme der Liebe mittlerweile. Und früher die Stimme des Zorns. Nee, das kommt immer aus dem Bauch. Wenn du echt bist, authentisch sein willst, dann liest du nicht ab, dann redest du. Kann nicht jeder, ich weiß. Alter Rapper, Schattauer, vor vielen Leuten, gar kein Thema. Nee, alles schön, Leute. Es gibt alles. Es gibt Bananen, es gibt Getränke. Also für mich als Ostdeutschen ist schon mal die Banane da. Das Begrüßungsgeld 2. Und alles schön, alle toll. Maskenball in Berlin. Vom Feinsten. Hello und Alaaf. Also alles schön. Und die Nazis haben sich so getan, die sehen alle so harmlos aus. Ich kann es immer nur wiederholen. Ja, ja, mit Luftballons und richtig. So, das ist unglaublich. Richtig. Also da sehe ich in Fußballstadien 200 Mal mehr Nazis als hier auf der Demo. Also ist einmal so. Aber Fußball wird ja auch nicht verboten, ne? Ist ja klar. Und wo kommen wir denn da hin, wenn wir die Nazis rausschmeißen haben, dann verkaufen die Vereine nur noch ein Drittel ihrer Karten. Also insofern bleiben wir mal alle locker. Fußball und Demo und ja. Nicht alle Nazis. Ne? Ja, ja. Es ist eine wunderschöne Stimmung. Ich freue mich einfach und so wie es aussieht, sind wir auch jetzt in der normalen Fahrt. Ich nehme an, wenn wir jetzt hier gleich vorm Tor abbiegen, kommen wir dann auf die Straße, wo die ganzen Demonstrationsteilnehmer sind. Ab dem Moment geht es, glaube ich, richtig los, ja, oder? Ja, am Brandenburger Tor schließen sich ja alle anderen an. Also jetzt rollen wir hier 17. Juni langsam Brandenburger Tor. Und Leute, über 500 Zuschauer live. Ich bin so, das ist der Hammer. Also, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Warum seid ihr nicht hier? Aber gut, boah. Da siehst du hier, es wird auch mal gebremst. Ja, man muss sich festhalten. So, da kommen wir hier rüber zum Marcel. Marcel, wie geht's dir? Ganz gut. Geile Freut Stimmung, hier oder? Zu sein. Richtig genial. So wie wir vorhin gesehen haben am Brandenburger Tor. Richtig viele Leute. Ich denke, es wird was heute. Denke ich auch. Ich bin sehr positiv gestimmt. Ja. Wunderbar. Und überleg mal, 581, das Ding steigt als weiter. Das ist unglaublich. 578 an Zuschauern. Und der Zug ging noch gar nicht richtig los. Also ja. Wir sind noch gar nicht auf der... Wir sind noch am Anfang. Genau. Am Losrollen, ja. Sozusagen. Aber man muss sich schon festhalten. Ja? Also ja. Manchmal... Das ist, wenn vorne jemand irgendwie reinläuft, der LKW-Fahrer muss abbremsen, dann merkst du es hier halt schon. Ich denke mir, wir werden im Laufe des Tages noch das ein oder andere Mal auf die Fresse kriegen. Das gehört zum Risiko dazu, Leute. Also wie soll ich sagen, hier sind, glaube ich, genug Livestreams. Ich glaube, dann kann wenigstens jeder lachen. Genau, da hast du was zu lachen hier. Da guckt ihr die Deppen an, alle auf die Fresse geflogen. Gut, dann gehe ich mal, weiter. So, bevor es richtig losgeht, versuche ich nochmal alle irgendwie an die Kamera zu kommen. So, da haben wir den Andreas Mertens, grüß dich. Und du bist der? Ingo. Ingo, super. Ey Leute, das ist geil, was ihr hier aufgebaut habt. Ihr habt jetzt 622 Live-Zuschauer. Mehr nicht? Nein, mehr nicht. Ah, komm ey. Ihr habt 622 Live-Zuschauer. Auf der anderen Seite ist denen gleich so keine Musik. Ja, also wir sind da drin, wo wir 800 Meter, nur Leute. Musik jetzt, 800 Meter. Dürft ihr nicht, nur Leute. Das sind bestimmt 30.000. Das sind 30.000, hier noch nicht, erst da. Ganz sicher, ich bin durchgelaufen. Und ich kenne mich aus. 11 Uhr morgens, das bedeutet, die wachen erst um 12 Uhr eins auf und kommen um 2 Uhr, werden es bestimmt 100.000 bis 200.000 sein. Also Leute, nicht zu viel versprochen. Nicht zu viel versprochen. Also herkommen hier. Und egal, wo ihr heute seid, heute ist Tag der Freiheit. Geht auf die Straße und ruft es laut. Freiheit und Frieden. Maskenball in Berlin. Maskenball in Berlin. So. Leute, die Stimmung geht los. So, und dann zeige ich euch mal, was hier. Oh, jetzt wackelt's. So. Ja. Da drüben. So, Moment. Ich filme da drüben. So, da drüben filme ich. Okay. So, Leute, die Straße des 17. Juni. Also dahin, wo die Polizeiautos stehen, geht's 800 Meter lang nur Menschen. Nur Menschen. Hey! Für die Freiheit! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los!
jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Woo! Endlich mal wieder eine große Party! Wir machen Spaß! Es darf auch gelacht werden! Bitte mal was von uns lachen. Wunderbare! Wir können uns ja alle gar nicht ausgeben. Ja, nicht. Hey, machst du den? Also ich hab schon gedacht, du machst den Gehörnten. Aber du bist ja ein Heavy Metal Fan. Jawohl, jawohl. Das ist. Die dürfen das. Wenn der Rap nachher angeschmissen wird, verlasse ich den Wagen. Ausnahmsweise dürfte das. So. Ja. Die dürfen jetzt noch nicht Musik anmachen. Erst auf der anderen Seite. Wir dürfen noch. Oh. Weil wir auf der anderen Seite sind. Wir dürfen da hinten Musik anmachen. Okay, aber hier noch nicht. Nee, hier noch nicht. Ja, dann singen wir. Na klar. Andi, guck mal. Das Ding geht durch die Decke. 786 Zuschauer. Es wird als mehr. Freunde, es ist schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich habe gedacht, so, je mehr Leute im Live sind, umso weniger sind ja hier. Aber irgendwie, ja, vorhin, Paula hat gesagt, es wären 30.000 gewesen. Ich bin noch nicht so gut im Schätzen. Ich habe eher die Strecke abgeschätzt, 800 Meter, komplett unter den Linden, voller Menschen. Und das um 10 Uhr. Ja, also, und es kommen immer mehr Menschen rein. Es kommen da hinten immer mehr Busse an, die auf der Straße des 17. Juni auf der anderen Seite parken. Da ist ja dann auch nachher die Schlusskundgebung. Und die laufen jetzt alle durchs Brandenburger Tor. Das war vorhin gesperrt gewesen, als wir eben durchgefahren sind eben. Da konnte man dann sehen, dass die Sperrgitter weggeräumt wurden. Die Leute laufen jetzt einfach hier durch oder sie laufen hier einfach mit. Und wir sind halt noch nicht. Wir sind noch. Ja. Guck mal, wo wir hier sind. Shithole. Wo sind wir hier? Oh, die Wurzel allen Übels. Guck mal hier. Von da, Leute, wird dieser ganze Scheiß beschlossen. So, eigentlich müssen wir jetzt die Trillerpfeifen nehmen. Wo waren die? Hier war doch irgendwo eine Kiste. Die Trillerpfeifen hinter mir. Hinter mir. Ah, da. Komm, hol mal eine Trillerpfeife, Andi. Und dann pfeifen wir mal, wenn wir am Reichstag direkt vorbeifahren, dass die das auch hören. Okay. Haltet euch mal im Livestream die Ohren zu. Genau. Moment. Wenn wir jetzt auf der Kreuzung sind, schalte ich das Bild um. Wenn ich das Bild umschalte, haltet ihr euch die Ohren zu. Weil dann seht ihr den Reichstag. So, Achtung. Guck mal, der fährt bei Rot. Unglaublich. So. Okay, Ohren zu halten und. So, das habt ihr jetzt davon. So. Ups, ich bin da irgendwo drauf gekommen. Ah, okay. So, liebe Freunde, das war. Vom Reichstag. Ich hoffe, wir haben euch die Ohren nicht allzu strapaziert. Ich hoffe, ihr habt euch zugehalten. So, und wenn es dann nach vorne rechts um die Ecke geht, dann sind wir auch da. Also was heißt, dann beginnt der eigentliche Umzug. Aber die Leute, das seht ihr hier, die laufen mit. Die sind einfach bei dem Zug mitgelaufen. Und wir achten natürlich auch drauf. Wir achten natürlich auch drauf. Und zwar, es könnte ja gut sein, dass es Gegenprotest gibt. Der Gegenprotest wird dann meistens von irgendwelchen Kreuzungen oder so aus stattfinden. Wir achten halt darauf. Was? Also da laufen Leute, stopp die AfD. Heute geht es gar nicht um die AfD, oder? Ah, nee. Nö, geht's nicht. Aber gut, solange das nur solche Schilder sind, alles gut. Wir hoffen mal, dass es
dass es keine Behinderung oder so von dem Aufzug geben wird. Sind wir mal gespannt. Jetzt wollte ich sagen, bisher ist ja alles gut gelaufen, aber wir sind ja noch nicht mal am Startpunkt. Wir sind ja noch auf dem Weg dorthin. So. Aber es sieht gut aus. Adi, ja? Magst du mal übernehmen? Ich muss was trinken. Lächerlich machen. Soll ich übernehmen wieder? Okay. So, also auf unserer Seite ist hier kaum was los. Deswegen stehen die alle auch auf der Beifahrerseite. Und deswegen ist der ganze LKW, der liegt auch ein bisschen schepp, weil die alle rechts stehen. Aber ihr seht hier, oh. Die Stimmung ist gut! Ja. Hat er einen Tee oder was? Pass auf, ne? Oh, trinken erst am Abend! Nein. Hast du was getrunken oder? Saufende Nazis überall. Habt ihr noch Buttons? Die eine wollte einen Button, heute eine Dame, eine Button. Ich will aber jetzt auch so einen Button machen. So, genau. Wir haben alle hier so einen Button. Und zwar hier. Genau. Wobei, das ist spiegelverkehrt. Gell? Nee, warte mal. Dreh dich nochmal rum, dann film mich so. Jetzt kann man sehen. Impfzwang, nein, danke. So, und da vorne. So, mal auf. Da geht es eigentlich erst richtig los da vorne. Und hier vorne ist noch alles sehr, sehr. Easy. So, da sehen wir Leute unter freiem Himmel mit Mundschutz von Verdi und die wollen die AfD stoppen. Okay, gut. Wir gehen kurz mit dem vorne hin. Okay. Aus der blauen oder aus der roten? Ja, noch eins. Genau. Was? Das große. Was? Jetzt kommen wir an den Massen vorbei. Ja. Okay, jetzt kommen wir gleich an den Massen vorbei. Ein bisschen auseinander. Also Leute, ihr seht, die Polizei achtet drauf, auch hier auf dem LKW 1,50 Meter Abstand halten. Tja, dann stehe ich jetzt halt mitten in der Mitte vom LKW. Das sind die alle schön weit weg. So, aber jetzt gehe ich mal hier vorne hin. Hier biegen wir jetzt ein auf die Straße unter den Linden.
und ab hier geht es eigentlich richtig los. Und da stehen die Leute dann auf beiden Seiten. Bisher standen sie ja nur auf der rechten Seite. Marcel, du kannst hochfahren. Und hier das Brandenburger Tor und der Andi. Hallo Andreas. So, da kommen die ganzen Leute rüber und schaut euch das hier an. Leute, 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 ohne Ende. Hallo und ein herzliches Willkommen an alle die Menschen, die sagen, beendet endlich diese schwachsinnigen Corona-Maßnahmen und erhaltet unsere Grundrechte und unsere Freiheit, verdammt. Ein herzliches Willkommen hier auf dem Sattelschlepper des Netzwerk Impfentscheid, wie wir uns schon seit Jahren dafür einsetzen, dass ein Grundrecht ein wichtiges, nämlich das auf medizinische Selbstbestimmung eingehalten wird. Nachdem Jens Spahn im letzten Jahr die Masernimpfpflicht für unsere Kinder beschlossen hat, als nicht mal selbst sein darf. Okay, alles klar. Wir pausieren. So, da haben wir Leute, 1000 Zuschauer, danke, dass ihr da seid. Jetzt kam einer vom, entweder war das vom Ordnungsamt oder vom, oder von der Demoleitung, die gesagt hat, Leute, ihr könnt noch nicht anfangen mit den Reden. Irgendwie, ne, musste der Dings eben kurz aufhören. Der fährt hier mit so einem Elektroroller rum. Und ja, auf beiden Seiten stehen die Leute, es ist unglaublich und überall. Da muss ich euch mal weiter raushalten. Das wissen wir noch nicht. Wir hatten gedacht, an der Kurve wird es jetzt losgehen. Verbindung ist wieder da. Wieder da? Ja. Neuer Stream? Nein. Oh, derselbe. 998 Leute. 1000 Leute, Andi. Hammer. So, ab jetzt geht's hier wohl richtig los. Da stehen die ganzen Stände. Da stehen die Leute. Aber der Wollner, der darf noch kein Gas geben. Wo ist jetzt mein Hund?